60% unserer onkologischen Patientinnen und Patienten wenden komplementär medizinische Verfahren zusätzlich zu den onkologischen Therapien an. Unter Komplementärmedizin versteht man prinzipiell alle Therapieformen, die unterstützend zu einer medizinischen Therapie stattfinden, also zu einer medikamentösen Therapie oder einer chirurgischen Therapie beispielsweise. In der Onkologie sind das unterstützende Therapien, die parallel zum Teil oder auch anschließend an eine Chemotherapie stattfinden können. Das kann Sport sein, das kann Mind-Body-Medicine sein, also zum Beispiel, ich denke jetzt an Ayurveda beispielsweise. Das kann eine besondere Form der Ernährung sein oder auch eine besondere Form der Naturheilkunde, die eben die onkologische Therapie unterstützt. Man erhofft sich durch die Anwendung komplementärer Medizininterventionen, nenne ich es jetzt mal, um alles abzudecken, eine Unterstützung zum Beispiel gegen Nebenwirkungen einer Antitumortherapie, eine Verbesserung der Lebensqualität. Um das geht es in der Komplementärmedizin. Es geht nicht um die primäre Therapie der Tumorerkrankung. Der Unterschied zwischen Alternativ- und Komplementärmedizin ist ja schon an den Namen ersichtlich. Die Alternativmedizin gilt als Alternative zur wissenschaftlich basierten Medizin, also das schließt sich gegeneinander aus. Die Komplementärmedizin dagegen ist eine Unterstützung der wissenschaftlich basierten Medizin. Und das ist durchaus sehr, sehr sinnvoll.